Ja, hallo Freunde und willkommen. In den folgenden kurzen Video werde ich euch ja, kurz und knapp zeigen, wie ihr Cortana deaktivieren könnt, wenn ihr das nicht nutzt und das aktiviert ist. Das kann ja ganz schön nervig sein. Was ich damit meine ist, wenn wir jetzt hier zum Beispiel in das Suchfeld hier ja, was eingeben, wenn wir hier mit der Maus einfach einmal draufklicken, dann meldet sich hier schon die Cortana. Das muss man dann wieder schließen und dann wieder suchen. Und ja, das ist jetzt einfach nervig, wenn man das nicht nutzt. Genau, wir können das jetzt einfach deaktivieren, damit das jetzt gar nicht mehr erscheint hier. Das geht wirklich sehr einfach, und zwar indem ihr über die Einstellungen, also entweder Windows-Taste und die I-Taste drücken oder hier Windows-Button hier und Einstellungen drauf klicken und hier in den Einstellungen dann einfach hier auf Datenschutz drauf klicken und hier haben wir Speech, das ist jetzt hier die ja, Spracherkennung hier, ja, und Freihand-Eingabe oder so und einfach hier draufklicken und hier auf der rechten Seite dann einfach hier Stop Getting to Know Me, also kennenlernen, beenden zu Deutsch und einfach ja einmal draufklicken. Jetzt kommt noch eine kleine Warnung hier, dass die alle Daten, die gesammelt wurden, ja, um dich kennenzulernen, die werden auch dann gelöscht. Bestätigen wir einfach mit Turn off und, ja, ausschalten. Und ja, schon ist das deaktiviert jetzt hier. Wenn wir jetzt hier in das Suchfeld klicken, dann ja, kommt immer noch. Aber ich denke, so, das ist jetzt ausgeschaltet. Ich schließe das mal. Da muss man sich wahrscheinlich einmal schließen hier, vielleicht einmal abmelden und wieder anmelden, genau. So, jetzt ist es weg, ja, wenn wir, genau, jetzt ist es aus hier, Einstellung Cortana ist auch nicht okay. Was wir jetzt noch machen können, wenn wir jetzt hier raufklicken, hier sehen wir Web und Windows durchsuchen, ja, da wird auch das Internet durchsucht hier, wenn wir einfach raufklicken, dann werden hier schon Vorschläge aus dem Internet hier. Was wir noch machen können, ist die Websuche hier auch ausschalten. Das geht auch recht einfach, indem wir jetzt hier auf dieses Einstellungszeichen gehen, Icon, und draufklicken und hier einfach Online-Suche und Webergebnisse einbeziehen. Einfach ausschalten und schon haben wir hier nur die Windows durchsuchen. Und wenn wir jetzt genau jetzt ich weiß nicht hier was eingeben, dann wird es einfach ja nur die hier lokal unsere Rechner durchsucht. Ja, das war's eigentlich auch schon alles. Ich hoffe, dass ja, dass es für den einen oder anderen hilfreich war. Wenn ihr Fragen, Kommentare habt, einfach ja, einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich und bis nächstes Mal.